Ladebildschirm. Ihr kennt das ja. Wir haben alle auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld, Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst. Breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja! Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon! Edens Geld endet heute! Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern an diesen Bäumen hängt! Ja! 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 Meine Kinder, ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder Jacob war ein Kämpfer. Er kämpfte gegen unsere Eltern, gegen die Regierung. Auch gegen mich. Aber hauptsächlich gegen sich selbst. Die Dämonen, die er aus dem Krieg mitbrachte, verschlangen ihn. Er sah sich als eine Waffe ohne Zweck. Als ein Krieger ohne Vermächtnis. Aber seht euch um. Ihr seid sein Vermächtnis. Ihr alle, die ihr unsere Familie retten wollt vor dem Kollaps. Die ihr die Sünder aus unserer Heimat vertreibt. Und das werdet ihr, meine Kinder. Ihr werdet die Sünder aus unserer Heimat vertreiben. Jacobs Tod war nicht vergebens. Er war gerechtfertigt. Und wieder Ladebildschirm. Das Gute ist aber, ich brauche sie nicht rausschneiden, dadurch, dass sie nicht allzu lang sind. Hey du, die Whitetails sind ehrliche Leute, keine Frage. Die kämpfen für die gute Sache, die haben jeden Erfolg verdient. Die Mission, also. Ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Den Freund und Helfer geben? Hier draußen? Es gibt kein Gesetz mehr, Rookie. Sieh dich um. Es hätte schon längst jemand kommen sollen. Kein Kratz ist, was hier abgeht. Wir sind auf uns allein gestellt. Nur wer am besten angepasst ist, überlebt. Die Schwachen und die Starken. Ich hätte meine Familie nie aus dem Bunker lassen dürfen. Sie haben es nie wieder zurückgeschafft.
Selbst im Dunkeln können sie dich sehen. Mhm. Wir könnten sie uns leisten. Hat die... Oh ja. Reichweite 8. Ja. Hallo. Reichweite 8. Genauigkeit 7. Die andere hat 8, aber die hat schon einen Aufsatz. Ich weiß nicht. Sollen wir es wagen? Ach komm, wir kommen es einfach. Die da. So. Okay. Guck mal, Reichweite. Genauigkeit. Handhabung. Ja, Handhabung ist ein bisschen weniger dann, aber das ist ja egal. Also müssen wir jetzt noch ein bisschen sparen. Aber ich hab sie endlich. Weil was soll ich mit der, eigentlich mit der Schaufel und dem Smiley drauf? Jetzt habe ich gedacht, ich habe vergessen, mich zu entmuten. Okay. Achso, für die Munition ist voll. Hey, hallo. Rede einfach und es ist vorbei. Ja. Oh. Ich würde jetzt auf den Bildschirm klicken. Du bestimmt. Hä? Wo ist sie denn? Ach da. Ich habe angeklopft, du hast dich noch nichts mehr beschwert. Also, Eli ist tot. Jacob ist tot. Und du lebst noch. Manchmal verstehe ich die Welt nicht. Vielleicht sollten wir das auch nicht. Wie auch immer. Diese Petze hier war für die Sicherheit im Chalet verantwortlich. Zu unserem Glück war er nicht besonders gut in seinem Job und ist in meinem Planschbecken gelandet. Sieht so aus, als würden hier die Auserwählten ausgebildet. Wenn du sie mal in Aktion gesehen hast, weißt du, wie unbarmherzig sie sind. Hast du eine Ahnung, womit Jacob sie trainieren lässt? Mit lebendigen Zielen. Das soll ihnen die Angst vorm ersten Mal töten nehmen. Diese Arschlöcher achten kein Leben, das nicht in ihrer Sekte ist. Und sie müssen erledigt werden, wie die Hunde, die sie sind. Also gehst du zum Chalet, tötest jeden Auserwählten, den du siehst, und legst überall in dem Gebäude Sprengstoff. Mhm. Und dann sehen wir zu, wie das ganze verdammte Drecksding zu einem glühenden Aschehaufen wird. Wie klingt das? Ganz gut. Räumung. Jacob ist fertig. Aber hier sind noch einige Dinger, die ich gerne noch holen würde. Ruf der Wildnis müsste ich noch zerstören. Hier ist auch noch Ruf der Wildnis. Hier, Preppers Versteck. Ich habe noch keine Ahnung, was als nächstes ist. Achso, ich kann ja mal klicken. Aufrüsten, aufrüsten. Ja, das ist... Die können wir eigentlich noch machen. Story-Mission. Also das machen wir auf jeden Fall noch. Aufrüsten. Okay, ich sehe aber gerade... Achso, voll. Okay. Oh. Könnten jeder sein, aber das glaube ich nicht. Ich gehe nachsehen. Okay. Da sind zwei markiert. Erreiche Coopers Hütte, Retail Hütte. Es ist dunkel. So was gemacht, Jungspund. Wurde endlich mal Zeit, dass dieses Dreckschwein Jacob kriegt, was er verdient. Ich wünschte, du könntest gerade mein Grinsen sehen. Aber es gibt noch viel zu tun im County. John und Faith sind als Nächste dran. Fürs Erste jedoch stehen wir ziemlich gut da. Mhm. Jetzt kann ich wieder interagieren. Jetzt darf ich wieder rein.
What the fuck, ist das Ding geil. Das ist aber die falsche. Ich hätte gern die da. Die hat einen Schalter im Bett. Ja. Headshot. Du bist keiner, okay. Was ist das? Irgendwas? Leuchtet da rot, ich weiß noch nicht was. Ah, okay, ich glaube, ich weiß, was es ist. Etwas, das ich noch vernichten muss. So, nebenbei. Das war mal einer. Hallo? Gibt's hier was zu holen? Nein? Es hätte was drin sein können. Es hätte. Also, wenn jetzt was drin gewesen wäre, das hätte uns definitiv angesprungen. Ja, was war denn das jetzt? 200, 100. Wir nehmen den hier. Finde. Ich wollte gerade sagen. Okay, das sind zwei einfache. Hä? Weiß ich auch noch nicht. Ich habe hier wieso was. Was? What the fuck, Alter? Hallo, lass mich weg. Das Problem ist, ich habe diesen Idioten nicht richtig getroffen. Ganz kurz, wartet. Ja, 9 Vorteilspunkte. Ja, gleich. Warte doch einfach mal kurz. Weil... Der muss ja auch noch weg. Wo ist jetzt der andere? Ich habe keine Ahnung. Da ist noch irgendwo einer. Laut Karte oben ist da noch einer. Jetzt nicht mehr. Nee, ich will's nicht nehmen. Ein Gemüsekeller oder sowas. Gleich. Hast du es gefunden? Nein. Der Lager hat einen Sender der Interferenzen in deinem.
kannst. Ist wahrscheinlich irgendwo vergraben. Würde ich auch nicht in der Hütte lassen. Wo ist es denn? Draußen. Hä? Jetzt hätte ich mir... Ich muss gerade verarschen, oder? Geht es hier? Warte. Geht es hier irgendwie von unten rein? Nö. Hä? Nee. Lol. Ist sie kaputt machen? Sauber. Weiter zur nächsten Hütte. Zur nächsten Hütte, mein Freund. Na komm, steigen aus, die paar Meter rumlaufen. Okay, ich kann dich sehen. Das Versteck sollte irgendwo... Scheiße, eine Sektenpatrouille ist auf dem Weg zu dir. Komm in die Gänge. So, und jetzt suche ich die wieder. Als allererstes, dann werden sie weggeknattert. Ich will nicht vollgespritzt werden! Ich glaube, wir sind noch nicht ganz durch!
Oh, diese Eindrücke sind so abartig. Das bringt ja auch nichts, weil... Merkst ja. Du bist gerade gestorben. Das Versteck liegt definitiv außerhalb der Hütte. Sieh dich um. Kann man schon denken, wo, aber ich würde gerne gucken, ob hier noch so eine... Ah, guck. Zum Beispiel... Oh, ich kann nicht... Immer noch kein Glück. Vielleicht gibt es irgendwo ein Loch im... Ja... schon geplündert. Hier mal was gucken, ob die richtig Krach macht. Ja, macht sie. Gut, okay. Den haben wir auch. Gibt es noch irgendwas mitzunehmen? Oh, mitzunehmen? Nein. Und Quatsch, man, die fahren scheiße. Sag ich, die lenken sich so ekelhaft. Sorry. Oh cool, wie es mit Weiß alleine fährt. Da wird's Zeit. Das ist ein großer. So. Was los ist, du kannst gut nicht lenken, ohne Scheiß. Das ist so ab aus. Hey, hab dich im Bild. Warte. Oh nein, die Schweinepriester haben es ausgeräumt. Die fahren mit unserem Kram weg. Ihm nach und hol dir das Zeug zurück. Schnell, sie entkommen. Ja, Alter, aber nicht mit dieser Dreckskanne. Wir gibt es jetzt nicht. Großen Abhang.
Verdammt, das habe ich gemeint. Ah! Ein Auto. Die fahren mit unserem Kram weg. Ja, schön. Hol dir das Zeug zurück. Was? Ist das dein Ernst, Alter? Sonny, was ist denn das für eine Scheiße hier? Okay, wo ist das bitte? Da ganz oben. Kann ich da eigentlich den machen? Okay, jetzt sind wir da. Gute Arbeit. Nö. Ach, ein Zettel. Hey, Kumpel. Hi. Verdammt. Gut, dass wir das Zeug jetzt nutzen können und es nicht in irgendeinem Bunker Staub fängt. Das hilft wirklich sehr. Kaum zu glauben, dass du die Typen erwischt hast. Ich war mir sicher, dass sie entwischen. Hätten wir ein paar mehr Leute wie dich hier, dann hätte Eden's Gate schon längst aufgegeben. Danke, Deputy. Gern geschehen. Ah, hier ist sie. Wie viel haben wir jetzt? 1147. Ich würde sagen, haben wir irgendwas anderes noch hier? Ja, erstmal das. Das ist wichtig. Haben wir irgendwas zu verkaufen? Nein, natürlich nicht. Waffen. Ich muss jetzt mal schauen, was. Dieser Schein ein, aber wir haben ein größeres Magazin. Pass auf, wir nehmen jetzt das größere Magazin. Damit deine Waffe lautlos. Damit wird deine Waffe lautlos. Keine Sorgen wegen der eckigen Form. Achso. Macht die Waffe quasi lautlos ideal, wenn du leise. Wenn du es leise aber tödlich möchtest. Ja, also 1,7. Nochmal 1,7. Alles claro. Hey, Kumpel. Was? Also, ich wollte nur sagen. Wegen allem, was passiert ist. Ich weiß, dass es nicht deine Schuld war. Tut mir leid. Das hätte ich schon viel früher sagen sollen, was?
War wahrscheinlich zu sehr mit meinem eigenen Zeug beschäftigt. Oh, fühlt sich gut an, das losgeworden zu sein. Jedenfalls hab gehört, dass Tammys Plan funktioniert hat. Danke, dass du den Funk entstört hast. Jetzt können wir die Leute koordinieren und, was noch wichtiger ist, endlich gute Musik in die Berge senden. Leider kann ich hier nur Vinyl abspielen. Deswegen ist die Auswahl momentan ein bisschen begrenzt. Aber die Leute hier haben einen ziemlich guten Geschmack. Falls du über ein paar Alben stolperst, bring sie mir vorbei. Ja? Haben wir nicht schon ein paar eingesammelt?